Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute werde ich mich mal auf die ganzen Paprikas und Chilis konzentrieren. Da hängen zum Beispiel schöne grüne Habaneros. Die sollten noch braun werden. Aber das Wetter ist gerade ein bisschen zu kalt. Hier hängt zum Beispiel eine kleine braune. Wie die kleinen roten Chilis da heißen, weiß ich jetzt nicht. Dann gehen wir mal hier rüber. Da gibt es auch noch jede Menge Chilis. Also jetzt ist Chili-Zeit. Da auch noch. Ich habe übrigens schon mehrmals geerntet. Bei den Tomaten da drüben schaut es jetzt nicht mehr so toll aus. Aber dafür konzentrieren wir uns mal hier auf Paprika und Chili. Da hängt auch zum Beispiel eine schöne braune Habanero rum. Die hier drin, die sich da verstecken, die beiden, die sind richtig groß geworden. Die da ist richtig fett. Die hat eine ganz normale Größe. Und da oben ein Stockwerk höher geht es auch hier schon los mit der Reifung. Da sind zwei braune. Die hier ist auch schon teilweise braun. Nennt sich Habanero Chocolate. Muss ja braun werden. So, ich gehe jetzt mal hier rüber, dann schauen wir da weiter. Diese langen roten Chilis hier, das ist Cayenne Chili, habe ich von einem Kumpel ein paar Samen gekriegt. Die sind sehr schön gewachsen und mittlerweile reifen sie auch. Später zeige ich euch noch ein paar Fotos, wie viel ich da schon geerntet habe und getrocknet. Da drüben ist auch so eine Cayenne Chili. Die blüht jetzt übrigens nochmal. Wetter spielt anscheinend überhaupt keine Rolle, aber ein paar von den Chili-Pflanzen hier, vor allem die Habaneros, die werde ich, wenn es zu kalt werden sollte, reintun. Da liegen auch noch zwei oder besser gesagt drei Chili-Pflanzen, auch voll. Den Gurken geht es nicht mehr gut, da wächst auch nichts mehr Wirkliches hin. Oh, da warte mal, da blüht sogar eine. Ah, doch, doch, die erholen sich, die haben nämlich schlimm ausgeschaut. Da vorne die Tomatenpflanzen, da sind alle vertrocknet. Die Tomaten werde ich noch retten und Soße draus machen. Und da drüben bei den vier Tischen schaut es noch ganz gut aus. Da hängen, also wir haben hier über 60 Kilo Tomaten geerntet. Meine Nachbarn haben mir da geholfen und haben Soße gemacht. Und für einen Eigenbedarf ist noch jede Menge da. Die sind alle schön reif mittlerweile. Da wird man noch Soße machen, weil ich habe mir mittlerweile so eine Tomatenpresse organisiert aus Italien. Sonst kann man die ja irgendwie nicht verarbeiten. Das hier ist übrigens so eine Mini-Paprika. Die ist überhaupt nicht scharf, weil ich kann ja hier nicht nur Chili anbauen. Muss ja auch was Essbares auch dabei sein. Von denen habe ich schon zwei Schüsseln geerntet, von den kleinen gelben da. Ich ernte jetzt mal hier die Schale voll. Mit den kleinen und mit den langen Chilis und mit den Habaneros und dann zeige ich euch danach ein Foto oder zwei. Bis demnächst.